Ich erkläre hier, wie ich meine Einkommenssteuererklärung mache. Ich hatte eine selbstständige Arbeit und eine nicht selbstständige Arbeit. Und hier habe ich einfach die Daten eingetragen. Dafür, also für die nicht selbstständige Arbeit, muss man Anlage N ausfüllen. Und das ist die Lohnsteuerbescheinigung von meiner Arbeit. Und ich habe einfach die Daten von hier übertragen und das ist es. Für die selbstständige Arbeit muss man Anlage S ausfüllen und das hier ist eigentlich der Gewinn und der Gewinn wird aus Anlage Euer berechnet. Also hier schreibt man einfach die Betriebseinnahmen, wie viel das waren und dann ich hatte Fahrkosten. Das habe ich, also das sind meine Fahrkarten und die Fahrtkosten habe ich so berechnet. Also an welchem Datum, wie viel war der Preis für hin und für zurück. Und dann hier ist die Summe. Also das sind meine Fahrkosten und dann Einnahmen minus Ausgaben macht so viel Gewinn. Und so habe ich die Anlage S ausgefüllt. Und jetzt gehe ich zum Finanzamt.